Die Gärten und Grünflächen rund um das Koblenzer Schloss sind alljährlich im Sommer Bühne einer außergewöhnlichen Ausstellung. Unter freiem Himmel lädt bis Ende August zum Kommen, Erleben und Entspannen ein. Skulpturen und Objekte aus Stein, Metall, Keramik, Holz oder Beton, von Handwerkern, Künstlern und Gestaltern entworfen und gefertigt, verändern die Landschaft um das kurfürstliche Schloss und sind gestalterisch sicherlich eine Bereicherung. Sie schaffen eine besondere Atmosphäre und stehen für Kreativität, Vielseitigkeit und hochwertige Fertigung ganz unterschiedlicher Objekte. Für 15 Aussteller ist die Natur ein anspruchsvoller Rahmen. Die Ausstellung führt die Handwerkskammer Koblenz in Kooperation mit der Stadt Koblenz durch. Für die Handwerkskammer verantwortet Cornelia Schmitz-Kroll die Ausstellung, die unter freiem Himmel so beschreibt. Wir zeigen die Ausstellung unter freiem Himmel, jetzt zum dritten Mal schon am Kurfürstlichen Schloss. Ist sehr gut angenommen worden und findet statt bis Ende August. Wenn Sie die Ausstellung besuchen möchten, dann kommen Sie her zwischen 9 und bis zur Dunkelheit einfach. Viel Vergnügen. Im Rahmen der Ausstellung zeigen Studierende der Koblenz International Guitar Academy am 14., 21. und 28. August von 16 bis 17 Uhr im Schlossgarten an der Leselounge im Freien ihr Können. Eine zusätzliche Bereicherung, die aber nur stattfinden kann, wenn Petrus die Regenschleusen geschlossen hält. Einer, der unter freiem Himmel mit seinen Edelstahlarbeiten die Besucher verzaubert, ist Künstler Ulrich Westerfrölke aus Kehlberg in der Eifel. Im Ortsteil Köttelbach ist er zu Hause und hier scheint die Welt nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten zu funktionieren. Ticken die Uhren irgendwie anders? Kopfsteinpflaster und ein Gehöft, in dessen Scheune die Werkstatt Westerfrölke Raum für künstlerische Verwirklichung bietet. Zunächst studierte der heute 59-Jährige Physik, dann Bildhauerei an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Seit 1985 ist er Meisterschüler von Professor Rolf Krummenauer. 1993 folgte der Umzug in die Eifel. Seitdem entwirft und baut Ulrich Westerfrölke hier seine Edelstahlobjekte, Wasser, Solar und Luft für Einsatzgebiete im öffentlichen Raum. Kunst, die funktioniert. Ich komme von der Zeichnung her, was man vielleicht guten Willens ist, noch erkennen kann, weil meine Arbeit relativ grafisch ausgelegt ist. Also ich benutze Drähte, Stangen, Rohre, um Raum zu beschreiben, umschreiben. Nicht wie ein klassischer Bildhauer, der einen großen Klumpen hat, wo er alles, was überflüssig ist, wegmacht. Gehe ich anders vor. Ich gehe wie ein Zeichner vor, ich baue auf, mache irgendwo eine Geste, einen Strich, sprich ein Draht, ein Rohr. Dann gibt es halt bei mir nicht nur Linien, sondern es gibt auch noch mechanische Funktionselemente wie Wasserräder oder Windflügel oder Düsenklappen oder sonst was. Das sind alles Stellen, wo das Auge dran, wo die Blickgeschwindigkeit des Menschen rhythmisiert wird, sage ich mal. Also es gibt mehr oder weniger Ruhepunkte, Distanzen und so springt das Auge an dem Objekt hin und her, bewegt sich in Bögen, springt wieder und es ist so wie eine visuelle Musik, so könnte man es vielleicht beschreiben. Das Raum- und Zeitempfinden des Betrachters möchte Westerfrölke verändern, in jedem Fall die Sichtweisen darauf sensibilisieren. Dabei darf man sich über fast alles Gedanken machen, nur nicht über den Zweck dieser Objekte. Wenn Sie so fragen, was ist denn der Zweck Ihrer Arbeit, ja, dann kann ich das sagen, das ist die falsche Frage. Da kann ich nicht gut drauf antworten. Da gibt es keine Antwort, weil meine Arbeiten sind ja zweckfrei. Zweckfrei heißt an sich ohne Nutzen. Ein Gedanke, mit dem sich der Wahleifelaner seit Jahrzehnten auseinandersetzt. Ich wende mich seit 30 Jahren gegen das von Nutzen von allem Möglichen, ob das nun Menschen sind oder Zeit. In unserem westlichen Kulturkreis wird alles daraufhin untersucht, ob es benutzt brauchbar ist, ja, für irgendwas und ob man damit was verdienen kann. Und Zeit ist Geld und Menschen sind so lange von Wert, wie sie das Bruttosozialprodukt steigern
Und wenn sie mal alt sind oder krank, dann wird das schon schwierig. Dann haben auch alte Leute Probleme, ihre eigene Selbstwertgefühl zu definieren. Die Auseinandersetzung mit Wertvorstellungen, mit der Frage nach dem Nutzen von Dingen, von Prozessen, von Menschen, auch das spiegelt sich in den Arbeiten von Ulrich Westerfröhlke wider, der sich dabei mit gesellschaftstypischen Phänomenen unserer Zeit auseinandersetzt und Betrachtungsweisen auf das Wesentliche lenken will. Seine Arbeit als Künstler bietet dafür Möglichkeiten und die nutzt er. Ergebnisse sind Objekte, handwerklich erstklassig gefertigt, funktionstüchtig und gestalterisch gelungen, die einen Teil der Koblenzer Ausstellung unter freiem Himmel prägen. Den Reiz, sich hier einzubringen, beschreibt Westerfröhlke so. Der Reiz der Ausstellung ist definitiv der Ort. Es ist ein traumhafter Ort. Nach dem Umbau vor 5 Jahren ist dieser Linné-Garten, nachempfundene Linné-Garten. Es ist ein wunderschöner Ort mit dem alten Baumbestand und mit den Mauern, die Stimmung. Das ist mir ein Bedürfnis, um einmal im Jahr diese Gelegenheit zu nutzen, Arbeit von mir dazu zu zeigen und jetzt speziell auch anzufertigen. Also die Flieger, die habe ich schon vor 3 Jahren entwickelt. Aber ich wollte immer mal gerne so eine große Installation machen mit ganz vielen von den Dingern. Das ist so eine Ebene, die atmet. Und das bietet sich in einem dieser Gartenbereiche perfekt an. Perfekt anbieten und eine ideale Verbindung aus digitaler Kommunikation und dem Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation, das bietet das erste Koblenzer Barcamp am 7. und 8. August im HWK-Zentrum, dessen Leiter und Barcamp-Mitorganisator Christoph Krause die Veranstaltung so beschreibt. Das Barcamp ist eine moderne Form einer Konferenz, an der sich interessierte Leute rund um das Thema Digitalisierung, digitale Kommunikation bis hin zu 3D-Druck zusammentreffen und erst vor Ort besprechen, was sie in diesen 2 Tagen, das ist der 7. und der 8. August, gemeinsam erarbeiten und besprechen wollen. Das Kompetenzzentrum ist ein Begegnungsort für den digitalen Wandel im Handwerk und darüber hinaus bundesweit aktiv zu diesem Thema. Deswegen ist das für uns der richtige Ort, sich hier mit ca. 200 Interessierten aus der Szene zusammenzutreffen und 2 Tage gemeinsam intensiv ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter barcamp-koblenz.de. Zur Ausstellung unter freiem Himmel unter galerie-handwerk-koblenz.de.